Hallo Leute, heute kommt mal ein neues Video über das Thema Barrierefreiheit. Hier sind wir ja an dem Hintereingang von die Post. Wenn man hier mal die Treppe sieht, ist leider nicht ganz so gut wie Rollstuhlfahrer. Da könnte man ja noch eine Rampe hinmachen. Und jetzt gehen wir mal zu dem Vordereingang. Damit wir gleich da sind. Der Boden hier ist eigentlich recht gut für Rollstuhlfahrer gedacht. Gehe ich mal voraus. So, dann gehen wir den Weg hier einfach mal weiter. Hier haben wir die Post und da ist er eben für Rollstuhlfahrer gut geeignet. Dort kommt man, wie gesagt, barrierefrei rein, wegen dieser Rampe hier. Und bis da vorne das, bis zu die Post halt, ist da eben keine Treppe oder so. Deswegen können auch Rollstuhlfahrer dort ziemlich gut hinkommen. Und die zweite Stelle, die ich euch noch zeigen wollte, ist hier die Stelle. Hier können keine Rollstuhlfahrer rein, wegen diese Treppe halt. Es wäre besser, wenn hier zum Beispiel irgendwas für Treppe wäre, also für Rollstuhlfahrer, dass die dort besser rein können, zum Beispiel eine Rampe. Auf die andere Seite sind leider auch Treppefahrende. Und sage ich mal, das war das kleine Video über die Post, ob die Post soweit barrierefrei ist. Behindertentoilette gibt es bei der Post, glaube ich, nicht. Und innen drin gibt auch, glaube ich, auch keinen Aufzug für Rollstuhlfahrer. Wenn man den Vordereingang, den man vorhin gesehen habe, für reinzukommen, den ist halt eben nicht so barrierefrei, weil es gibt eben keinen Aufzug, wenn man eben ganz nach oben bei das Haus will. Und dann will ich mich gerne mal verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!